Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ah, das Rennen hat nur einen Vorteil, wenn man jetzt halt immer gerade woanders hin muss. Bin auch gerade schön brav bei weitere Erze durchzujagen. Wie schaust du aus? Du bist leer, du bist leer. Hauen wir da mal noch mal einen rein. Wie leer oder voll bist du? Ja, du hast noch 64 Stück drin. Da wird jetzt gerade das Kabel leer und danach fängt er ja schon wieder an zu arbeiten. So, wir warten. Dom, dim, dom, dim, dom, ding. Danke. So, wenn ich jetzt das Marble Dust nehme, dann in die Zentrifuge, habe ich die Chance auf Kalzit. Darauf kann ich jetzt erstmal verzichten. Das heißt, wir hauen dich da rein. Ist ein bisschen zügiger. Und wenn ich jetzt Pech habe, dann kann es sein, dass das 11 MV ist. Nein, ist es nicht. Ja, 32 Sekunden. Ist in Ordnung. So, wie weit sind wir? Wir sind eigentlich gut dabei. Der Molten Rubber kommt mal da rein. Okay, 14.000 oder 14 Liter Kleber zu verarbeiten, wird jetzt interessant. So, Wood Pulp Assembler. Die könnte ich halt auch noch machen. Okay. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh mein Gott, ich brauche dafür fast gar nichts. Wie viel Refined Glue habe ich jetzt dafür gebraucht? 144 Liter. Willst du mich verarschen? Ja, da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Ja. So, diese anderen Teile da, bist es du? Nicht, dass ich jetzt dann die falschen Boards baue. Das schaut schon richtig aus, ja. Okay, das heißt, ich brauche jetzt dann von dir Circuit Nummer 1. Okay. Also auf jeden Fall habe ich danach ein paar Platten und ich habe danach ein paar Circuit Boards, bis der Kleber weg ist. Oder Ewigkeiten kein Assembler oder irgendwann einen neuen Tank. Genau. Ja, wie gesagt, das ist halt der Nachteil, ne? Weil, wie gesagt, Raw Rubber Dust, ich brauch das Zeug. Ja? Und ja, ich habe jetzt noch zwei Sticks oben drin. Da ist noch einer, es sind drei. Und da ist noch einer, es sind vier. Ja, herzlichen Glückwunsch.
So, Plant Balls kommen da rein. Die brauche ich ja dann, um Biofuel zu machen. Und geht auch gleich wieder rein. So, dann haben wir jetzt das auch noch. So, wir haben jetzt auf jeden Fall ein paar Kleinigkeiten gemacht. Ich gebe mir mal, ach so, das habe ich mir glaube ich schon gegeben, genau. Halt, nein, Dreck. Du gehst doch extra hin, um Magnesium herzustellen. Jetzt brauchst du noch Aluminium. Wie viel brauche ich denn? 6 Stück. Oh, es hat endlich aufgehört. Kann nicht mehr rennen. Sich freut, dass ich mich nicht mehr rennen kann. Jo, da weiß man dann auch was. So, dann Läusen, Alter. LV, ist in Ordnung. Also ich finde es halt momentan schade, Marvel dafür zu verwenden, um Magnesium zu kriegen, weil ich finde, Marvel ist halt momentan ein schönerer Baustoff. Wenn ich so in die Laborbereiche komme, soll ja das mein Hauptbau Ding sein. So, wir haben jetzt 9 Stück. Dann klemmen wir das gleich und räumen jetzt auch gleich weg, weil mein Inventar wieder voll ist. So, und du, du, du und du. Danke. So, und jetzt sagt er mir halt Magnesium Crossbow. Und ich soll mir jetzt ein Crossbow Limb und Crossbow Body aus dem Material machen, dass ich mir halt sozusagen einen besseren Bogen bastel oder Crossbow. Kommt aber gegen den, wo ich jetzt schon habe, nicht an. Aber wie gesagt, ich brauche für dich, brauche ich auf jeden Fall mal 5. Und für den Cross. Moment. Wieder raus. Ich brauche dich und ich brauche dich. Der war schön. Das verstehe ich auch nie. So, und du kommst da rein. Wie lang läufst du? 60 Sekunden. Und wie lang läufst du? Aber wenn du jetzt wieder 10 Minuten läufst, ne, dann 128 Sekunden. Nee, so lange können wir warten. Denn wir möchten einfach nur mal die nächste Quest noch sehen. Ah, das war LV. MV. MV ist ja die Hälfte. Also den da haben wir schon mal. Den String.
Also wie gesagt, ich habe auf jeden Fall einen, dass ich mir den dann sofort bauen könnte, um die nächsten Sachen zu machen. Das Lustige wird jetzt bestimmt sein, ich hoffe, dass das nur ein Upgrade ist für meine Bolts und nicht komplett neu, weil das wäre ein bisschen bescheuert. Wow, ist er doppelt. So, wir warten. Das Licht ist aus. Wir haben die Quest erledigt. So, und jetzt sagt er mir, ich soll Leaf Fletching bauen. Ich soll Magnalium Toolrod bauen. Und das mit, genau, also Magna das, was wichtig ist. Ich baue mir hier einen Toolrod und tue dann das drauf, was ich drauf haben möchte. Das wird dann, glaube ich, bei mir Damaskusstahl sein für ein Rod und Stainless ist nicht Stainless Steel und Vanadium Steel für den Kopf. Wird interessant. Ja, also das ist auf jeden Fall ein komplett neuer Leaf Fletching. Ja, da bin ich auch kein Freund mehr von, aber wie gesagt, den werden wir uns auch bauen, weil dann haben wir auch für die Armbrust dann auch das nötige den nötigen Bolt da. Ja, aber ich will ja mein eigentlich weiter verbessern und nicht jetzt schauen wir schnell noch was. Das ist sowieso schon egal, ob es jetzt 1 Stunde 7 oder 1 Stunde 10 sind. So, und zwar Vanadium. Was brauche ich für Vanadium Steel? Ich brauche Chrom, ich brauche Stahl und ich brauche Vanadium. Ist nur die Frage, habe ich auch Stahl Dust? Hier auf jeden Fall nicht. Hier auch nicht. Ja, ich habe es halt immer wieder gleich zurück umgewandelt, das ist klar. Wiedersehen. Tag. Jetzt finden. Genau. Das bin ich. Live und in Farbe. Okay. So, Vanadium-Stil. Ein Zweier. Vanadium, Chrom, Stahl. Hell? Weil da was drin ist, oder was? Vanadium, Chrom, Stahl.
Ah. Rex sollte lesen lernen. So, wir haben 18. Und der muss jetzt in den EBF mit Oxy und dem Elfer. Dann lassen wir den laufen. Und in 60 Sekunden ist er fertig. Genau. Was habe ich jetzt vor? Genau. Mein Hauptanliegen ist ja, der LV, der Fluid Solidifier, ist ja das, was ich ja kann. Damaskus ist ja auch kein Problem. Ne? Also Damaskus. Bullrod. Ich hoffe, dass ich jetzt da keinen Blödsinn mache. So, der braucht nur 64 Sekunden. So, und ich rieche jetzt dann, da habe ich jetzt Vanadium Steel schon draußen. Und wenn ich jetzt das in den Fluid Solidifier MV reinmache, dann wisst ihr, woran wir sind. Ich brauche noch zwei Maschinen. Also das heißt, die werden jetzt dann interessant sein. Vor allem das ist interessant. Puh, ey. Trinium. Bold. Damaskus. Bold. Ich muss mir halt im Klaren sein, was ich brauche. Ist das jetzt Stainless Steel mit Damaskus oder ist das Damaskus mit Stainless Steel? Mit Vanadium Steel. Das ist immer das, was ich mir nicht merken kann. Damaskus Bolt. Ja, eben nicht. So. Aber der Vanadium Bolt. Faszinierend. Steht nicht da. So, Damaskus Steel Rod ist jetzt schon mal nicht falsch. Muss man halt auch gucken, ob der Vanadium auch geht. Er geht. Er braucht es länger. Also, er kann es auf jeden Fall. Und ob es der dann kann, müssen wir mal gucken. Also, wie gesagt, irgendwie sowas war das. Ich glaube, ich habe Damaskus-Stahl genommen für die Durability und für den Schaden ist es Vanadium-Stahl.
Aber wie gesagt, also sehe ich es jetzt auch gerade. Es ist nur schade, man sieht's halt nicht. Ja, es steht halt nur dort Damaskus Steel Boat. Es gibt halt leider 96 Rezepte und davon sind es auch noch zwei, also ich hätte da nicht mal eine Idee, wie ich das, wie man das besser sortieren könnte. Einzigste Vorteil ist gerade, dass das ein bisschen dauert. Kobalt, Dark Iron, Deep Iron, Rough Iron, Adit, Thorium, Nitril, Neutronium, Nag Magnes, Electrical Steel, Plutonium, ja, da glühen sie ein bisschen. Magnetic, Fiery, Bronze, Reinforced, Stahl, Alumite, Crystalline Alloy. Was ich auch nicht weiß, ob man den überhaupt übergießen kann. Also wenn man schon einen hat. Das weiß ich auch nicht. Das Stainless Steel. Vanadium-Stil, da haben wir ihn. Das Lustige ist, schauen alle gleich aus. Aber ich vermute, dass da irgendwas noch dabei ist, ne? Er hat eine 90%ige Chance, dass er kaputt geht. Okay. Er hat ein Gewicht von 5,6, okay. Ja, aber wir brauchen einen Fluid Solidifier in 104, also in MV. Und wir brauchen den Fluid Extractor in MV. So, da haben wir jetzt den Vanadium Tool Rod. Und so gut ist jetzt der auch nicht. Aber den kann man verflüssigen. Das ist das Wenigste. So, habe ich noch irgendeinen Rod, wo ich sagen kann, den könnten wir verbessern? Haben wir hier Netherrack Tough Rod. Ich brauche dafür drei, ne? Ein Hammer. Eins, zwei, drei, wenn sogar vier. So, der braucht es auch wieder. 384 Sekunden. Also, so lang war denn jetzt nicht. Also, man hat es gesehen. Damaskusstahl ist sozusagen das Ding, was man braucht, um da Durability drauf zu kommen. Das werden wir jetzt sozusagen überall austauschen. Da haben wir schon Damaskus drauf. Da haben wir noch keinen drauf, weil ich da immer wieder meine Slimes rauskriege. Meine Hatchet, die könnten wir eigentlich mal austauschen. Dann gehe ich noch gleich mal hin und kaufe noch mal was. Glaube ich billiger, als wenn ich es jetzt
Wow. Dankeschön. Nochmal 16. So, dann habe ich, glaube ich, genügend Eisen einstecken, oder? So, und jetzt haben wir hier eine Durability von 313. Und dann machen wir mal eine effektive Durability von 1175 draus, oder? Ist doch mal super, oder? Genau. So, Schaufel, Schwert. Kann ich natürlich mit dem Schwert dann auch machen. Da muss ich ja dann mal gucken, ob wir genügend Strom, ob wir alles genügend haben. Ich schaue noch einmal zum Strom runter. Ich halt, wir sind jetzt mittlerweile da drin. Hier mir mal einen halben oder einen Stack mit. Ich habe da nämlich so Vermutung, dass die, dass der gerade etwas hart am Produzieren ist. Ja, die hinten werden schon langsam leer. Jo. Ja, das ist immer das, was man nicht vergessen darf. Wie gesagt, aber das wird alles dann einfacher werden, weil wie gesagt, da ist dann alles beieinander. Also da wird auch die Ölanzapfanlage dann daneben stehen, dass ich mir da erstmal überhaupt keine Gedanken machen muss. So. Kommt die 180 Sekunden, die warten wir noch jetzt schnell ab. Haben wir halt mal eine überlange Folge wieder. Ist auch nichts Neues. Wenn ich jetzt natürlich hier ein paar MV-Circuits rumliegen hätte, hätte ich gesagt, ja, komm, wir hauen drauf und machen mal schnell die zwei Maschinen fertig. Habe ich aber leider nicht. So, dann der Assembler ist durch. Dann machen wir mal einen Einser draus. Da kann der wegen da draus was basteln. Und wir haben auf jeden Fall auch genügend Holzplatten. Muss ich jetzt dann, kann ich jetzt demnächst auch mal aufräumen. Ich wollte noch schnell was gucken. Habe ich das eigentlich gemacht? Ja, genau. Kann ich sogar da hinten einräumen. Es kann sein, dass ich den sogar umdrehe, dass die noch hier hinkommen. Weil ich eigentlich auch noch dieses imprägnierte Holz habe. Was ich, glaube ich, auch in fast allen Variationen brauchen wir. Komm, Drake, wir haben noch Zeit. Machen wir es gleich. Was weg ist, ist weg.
Danke. Schön, dass da jetzt 100% dort steht. So, dann essen wir mal eine normale Pizza. Und wir haben den Tough Rod. So, was macht jetzt am meisten Sinn? Ich hätte eigentlich gesagt, am meisten Sinn macht der da. Weil der hat halt wirklich eine Durability, wo einem schlecht wird. So, und jetzt haben wir hier eine Durability von 1339. Und das sage ich, dass einem schlecht wird. Und danach haben wir jetzt 5580. Jetzt wartet mal ab, wenn da noch Alumite dran kommt. Das ist ja dann das nächste. Ich muss hier noch ein bisschen was herstellen davon. Machen wir aber auch über den Mixer, haben wir ja gelernt. Habe ich die eigentlich drin? Nein. Aber jetzt. Das ist nur die Frage. Habe ich alles da? Was brauche ich? 5 Aluminium. Stahl habe ich, das weiß ich, weil ich es ja gemacht habe. Bin mir beim Obsidian nicht sicher. So, Stahl brauche ich 4. Alumite brauche ich. Obsidian brauche ich auch 4. So, bitte sei hier irgendwo Obsidian. Nein, bist du nicht. Ich habe aber Vermutung, dass ich irgendwo hab. Hab mal. Hab's gewusst. So, das heißt, ich brauche jetzt hier noch schnell die 2. Hier haben wir. Also das da rein, das da rein und das da rein. So, für den Plates brauche ich immer 8. Also Feuermünze rein. Was ich jetzt dann gespannt bin, ob er aufhört oder ob er den nächsten Tank nimmt. Drei, sechs, zehn. Er hat den Tank genommen. Super. Interessant wird es jetzt, wenn jetzt dann der leer wird, ob er dann die auch drüber nimmt. Aber das ist auf jeden Fall prima. So, das heißt, wir brauchen noch schnell diese Large Plate. Am besten jetzt meinen Hammer kaputt machen oder verschmeißen. Glaube ich, schlage ich mich selber. Da steht leider nichts dort, wie lange das ist noch dauert. Aber wir sind gleich durch. Kleine Sachen mal ganz lang.
Naja, ne? Ist ja egal, ob wir jetzt 108 Minuten machen oder 110, ne? Ja, genau, wir sind jetzt bei 1 Stunde 30. 90 Minuten Folge. Ist doch super. So. Also. Hallo, Maid. Ich bin der Meinung, dass das mit das Beste ist von Hammer. Ich kann ja noch mal gucken für mich. Hammer. MV, Large Plate. Okay, die nehmen jetzt zum Beispiel Vanadium Steel oder Perdizio. Beim LV nehmen sie Alumite. Also ich bin Freund, wir nehmen Alumite. So, jetzt muss ich mal gucken, vor allem, aber auch, ja, dann nimm den unteren. So, und schaut mal. Jetzt gehen wir von der Durability 5580 oder 6975 auf 12.993. So, und wenn wir jetzt den oberen machen, gehen wir von 12.000 auf 19.000. So. Und ich hätte jetzt mal gesagt, ne, das ist ein Hammer. Also jetzt 20.000 Blöcke abhauen. Bin noch beim Überlegen, was habe ich in Mining Speed? 11,3? 19,4? Hat er eventuell noch den nächsten fast fertig? Ja, den hat er auch noch fertig. Das ist schön. Das heißt, den zweiten Hammer machen wir auch noch. Es gibt übers 3 bis Tarn mal 2. Und der hat jetzt 21.728. So, der hat einen Mining Speed von 18,1 und der hat einen Mining Speed von 11,3. Und warum habe ich gefragt? Ganz einfach, ich habe einen Modifier frei, habe ich gerade gesehen. Dann machen wir das jetzt ganz einfach. Wir hauen die restlichen Redstone noch drauf. Dann haben wir jetzt dann auch hier 14. Das heißt, noch einen Modifier. Also, da kann ja fast schon nichts schief gehen. Wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass ich mir jetzt dann beim Head brauche ich auch nur noch Vanadium Steel, okay. Dann macht es aber halt auch Sinn, dass wir das dann halt erst machen, wenn wenn ich auch genügend Vanadium Steel habe. Ja, weil wenn der mal kaputt geht, dann dauert es etwas länger und vor allem das dauert auch länger, bis ich dann den Kopf fertig habe. Aber es könnte sein, dass ich den noch mache. Ja, da brauchen wir ja 8 Stück. Ja, aber wenn man jetzt dann schaut, Vanadium Steel Hammer. Vanadium Steel Hammerhead. Also der braucht 1500 Sekunden und 120, 3,7 Millionen EU. Vielleicht baue ich mir den, dass ich dann auch mal einen endlichen Hammer habe, mit dem ich auch alle Erze abbauen kann. Weil Vanadium Steel ist Mining Level Obsidian. Ja, also das ist in der Riege drin. Kobalt hat halt auch noch einen Vorteil. Er hat halt ein Mining Speed von 18.
Muss ich mir mal schnell noch was angucken. Und zwar Sekunde, Adit. Adit. Das steht leider nicht da. Ich brauche irgendwas, um Kobalt abzubauen. Problem ist nur, es kann sein, dass es geht. Es kann sein, dass es nicht geht. No, er schreibt mir halt hin, Notable Materials, um Kobalt abzubauen, brauche ich Ardite. Aber ich sehe kein Head. Ist halt so. Moment, 06-Ardite. Was haben wir denn hier? Aquata, Enhanced Glory, Glyph, Terra Steel, Rhodium, ZNTH. Jetzt noch mal was schnell was gucken. Wenn ich Adit, kann ich dich, ich kann dich da reinschmeißen. Ich kann dich nur, ich kann dich aber, glaube ich, nur als Ingot reinschmeißen, ne? So, Ardite. Wir laufen nach hinten. Dann nehme ich die Befürchtung nicht, aber die Vermutung. Dass ich das da habe. So, du brauchst 20 Sekunden, richtig? Jawohl. Ja. Wie gesagt, dadurch, dass mir jetzt schon mittlerweile bei, ich weiß, einige sagen, das macht mir gar nichts aus, merke ich aber leider, dass das doch vielen Leuten was ausmacht. Also, ihr habt gerade große Chancen, dass ihr gerade den zweiten Teil seht. So, Ardite. Ich will das jetzt probieren, ob ich da draußen ein Pickaxe-Head machen kann. Weil es wurmt mich jetzt gerade. So, und aus dem Zeug, glaube ich, kommt nur Sulfur mit raus, oder? Nee, Kobalt. Naja, Kobalt muss ich laufen lassen. Das wäre sonst doof. So, wenn ich Ardite durchlaufen lasse, kriege ich vielleicht noch ein Ardite raus. Braucht nur 40 Sekunden. Soweit in Ordnung.
Habe ich nicht da. Was brauche ich? Hydrogen. Danke. Und fertig, ja. Wenn es jetzt ganz blöd läuft, brauche ich Necropronickel, müsste reichen. Passt. Wie lange brauchst du? 90 Sekunden ist auch in Ordnung. Schaut an, wir haben das nächste fertig. So, wir machen aus 1138 jetzt 3300. Und dann, wenn da auch Allomite Large Blade draufkommt, ne? Oder die Waldfee. Habe ich vielleicht noch 8? Noch genau 8. So, du bist jetzt noch ein paar Sekunden beschäftigt und du bist jetzt auch gleich durch. Wie gesagt, wäre jetzt cool, wenn ich jetzt da draußen Pickaxe-Head machen kann, weil dann kann ich meine Picke schon so weit... ich habe gerade festgestellt, ich bin gerade witzig. Mann, ich habe noch einen. Wenn es nicht gehen sollte, habe ich noch 2 Alumite, um zu reparieren. So, das ist jetzt auch gleich durch. Dann habe ich sogar meine ganzen großen Werkzeuge alle auf Damaskusstahl. Also dann habe ich da erstmal auch keine Probleme mehr. Wie gesagt, das ist jetzt... Repariert dich erstmal jetzt fertig. Komm, wir reparieren dich ganz. Schauen wir mal, wer schneller ist. Ah, ich glaube der. So, was haben wir hier drin? Bedolit. So, in der Zeit können wir nämlich jetzt mal hingehen und sagen, okay, du kommst jetzt dahin. Du auch. So, jetzt haben wir ein bisschen Platz geschaffen. Das heißt, ich könnte jetzt dann hier die nächsten 2 Maschinen hinmachen. Wie gesagt, der Assembler ist aber die wichtigere Maschine. Brauch sogar dann 3. Dann muss ich sogar die 3 dann darüber verfrachten. So, wir haben es fertig. Dann schauen wir mal, was wir jetzt aus der Schaufel machen.
So, wir machen aus 3.300 einmal 9.042. So, und aus der Axt, die wo momentan nur 1.292 Bäumchen umhauen kann, die macht jetzt mal 3.750. Also ich kann da jetzt mit Fug und Recht behaupten, die Werkzeuge haben sich gerade extrem verbessert. So, dann kann ich dich jetzt rausnehmen. Brauche nochmal zwei Damaskus, weil ich möchte den Rapier und das andere Ding auch gleich noch machen. Ich probiere es auf jeden Fall. Wir sehen es, ob es geht oder nicht geht. Genau, und da wollte ich jetzt noch den Kopf machen. Ardite. Bitte, bitte funktionieren. Bist einfach nur und zeigst es nicht an. Danke. Auf dich ist Verlass. Das heißt jetzt, ich kann jetzt schön brav da weiter dran arbeiten am Ardite. Das heißt, ich muss jetzt noch ein paar Steinchen durchhauen. Nur noch. Okay, ich glaube, ich werde jetzt erstmal Nether komplett mit der Picke weghauen. Nein. Auch nicht das Tool-Level, Mining-Level. Mein Fehler. Ist trotzdem 1200. Nee. Doch. 1200. 1000. 1012. Ja, 1200. Dass ich dann auch Kobalt abbauen kann. Das heißt, ich kann den Kobalt auch weghauen. Das heißt, wenn wir Kobalt und Nadit haben, können wir Manillen herstellen. Also das. Manillen. Wenn es überhaupt Sinn macht, vielleicht macht es sogar Sinn, das nur bei Kobalt zu lassen. Ja, aber auch hier gibt es keinen Kobalt. Also alles, was Tinker Standard ist, nicht wundern, geht, ist nur nicht hier drin. Was Schwachsinn ist. Aber ist halt leider so. So, dann räumen wir dich jetzt auch wieder auf. So, und jetzt schauen wir mal, ob die Schwädler auch funktionieren. Das heißt, wir haben 395, wir haben 1781. Wo habe ich den Rapier hin? Aber wenn man jetzt noch sich merken könnte, was man am Anfang gemacht hat, ne? Ah, ich weiß es. Dann habe ich hier reingeschmissen. Ja, und da gehen wir jetzt von 249 oder von 246 auf 1200. Brauche ich fast keine Bronze mehr. Wenn ich das mit dem Spear auch machen könnte. Hurra. So, Spear. Reach.
Diamond Spear. Iron Spear. Ja, und den habe ich schon. Ist egal. Gut. Kann ich wenigstens die Monster ein bisschen weghalten. Okay, das heißt, wir haben jetzt einiges gepackt. Wir haben unsere Werkzeuge massivst verbessert. Wir haben jetzt endlich auch vernünftige kleine Schwertchen. Es ist gerade Nacht, das ist mir jetzt aber egal. Oder das ist ganz gut. Das heißt, wir werden jetzt mal... Wiedersehen. Ob es da eigentlich auch einen Modifier gibt, dass die Dinger nicht explodieren? Das wäre schön. Das ist das einzigste Nervige. Dass diese Viecher egal... Kann er nicht die ganze Zeit mit dem Badger auf die drei einschlagen? Kommen wir denn dahin? Bin ich nur angezeigt wegen Monsterfolter oder so? Nee, nee. So, okay. Da sind wir auf jeden Fall auch auf einem guten Weg. Immer wieder aufräumen, werde ich jetzt demnächst auch wieder tun. Wenn ihr jetzt Fragen, Anregungen habt, auch in welche Richtung, dass ich mal wieder gehen soll oder wie auch immer, schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich drauf und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.